Ob Sie den Ablasshandel nun CO2-Steuer nennen oder wie Sie jetzt von der FDP Zertifikatehandel. Sie ändern doch nur den Beipackzettel. Aber das Gift, das unsere Arbeitsplätze vernichtet, bleibt immer das Gleiche. Die Autoindustrie, der neue Antichrist der Klimasekte, sichert Millionen von Menschen in unserem Land den Arbeitsplatz. Und genau hier haben Sie mit Ihrer Gängelei und der de facto Abschaffung des Verbrennungsmotors bereits ab dem nächsten Jahr den Sargnagel für die Zukunft unserer Kinder eingeschlagen. Herr Bernhard, ich bin wirklich fassungslos. Die Wälder in Australien brennen, Brasilien hat gebrannt, unsere Wälder haben gebrannt, Kalifornien, Nordamerika, die Ozeane erwärmen sich. Wir sehen, dass der Klimawandel stattfindet. Das ist erwiesen und bewiesen und Sie werden Ihrer Verantwortung hier nicht gerecht. Das ist eine Unverantwortlichkeit für kommende Generationen. Aber jetzt komme ich zur FDP. Als ich Ihren Antrag durchgelesen habe, war ich froh, dass sich Herr Lindner bei den Jamaika-Verhandlungen in die Büsche geschlagen hat. Das, was Sie hier vorlegen, ist ein Antrag der sozialen Kälte. Sie wollen dem Strukturwandel allein dem Markt überlassen, einem anonymen Markt. Sie wollen nichts steuern. Sie lassen die Menschen und die Regionen beim Strukturwandel allein. Und das ist mit der SPD nicht zu machen. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir mit Geld nicht umgehen können, muss ich Sie daran erinnern, wie teuer Ihr Atomausstieg aus dem Atomausstieg war. Da bezahlen wir noch Jahrzehnte für, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was Sie wollen, ist, dass Sie alles andere, was wir an Instrumenten haben, abschaffen und alles mit dem Emissionshandel regeln. Doch, das genau sagt Ihr Antrag. Und wer so eine Position vertritt, der will in Wahrheit gar keinen Klimaschutz. Und das ist nämlich die Position der FDP. Sie haben nur nicht den Mut, das an der Stelle zu sagen. So. Und da könnte man jetzt viele Wissenschaftler zitieren, die Ihnen das ins Stammbuch schreiben, die Ihnen klar sagen, dass das Quatsch ist, was Sie an der Stelle vertreten. Aber es gibt viel authentischere Positionen, weil da gibt es einen Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, der heißt Andreas Pinkwart. Der feiert sich in Nordrhein-Westfalen für den Kohleausstieg. Der stimmt im Bundesrat dem CO2-Preis zu. Der vertritt das exakte Gegenteil von dem, was Sie hier sagen. Und das zeigt einfach, Sie leben nicht in der Realität, Sie leben in einer virtuellen, neoliberalen Welt. Aber dass ausgerechnet der Kollege Krischer das jetzt hier kritisiert und im gleichen Atemzug dann einen Satz später die Bund-Länder-Verhandlungen zum Kohleausstieg von gestern massiv kritisiert, ja, massiv kritisiert, wo aber auch Ihre Ländervertreter sozusagen, Sie sind doch in drei Ländern mit beteiligt, Sie sind doch jetzt in Brandenburg beteiligt, Sie sind in Sachsen beteiligt, Sie sind in Sachsen-Anhalt beteiligt, tun Sie doch nichts, als ob Sie damit nichts zu tun hätten. Auch Ihre Landesregierungen stehen dahinter. Da brauchen Sie jetzt gar nicht die FDP zu kritisieren, sondern das wäre redlich, wenn Sie dann auch gucken und wie vor Ihre eigene Haustüre kehren, Herr Kollege Krischer. Das sei an dieser Stelle mal gestattet. Liebe SPD, liebe Grüne, lassen Sie doch mal für 5 Minuten die ideologischen Scheuklappen weg. Lassen Sie doch einfach mal für 5 Minuten die richtigen Lösungen folgen. Sagen Sie doch mal in 5 Minuten Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie nicht für ein CO2-Limit sind. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie nicht effizienten Klimaschutz umsetzen wollen. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie alles auf die lange Bank schieben. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie Milliarden an die Kohleunternehmen, an die Unternehmen ausgeben, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, obwohl es einen anderen, einen besseren, einen effizienteren Weg gäbe. Sagen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie das Geld, das Sie den Kohleverstromern geben, warum Sie das nicht in den effizienten Klimaschutz stecken. Sagen Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern. Sagen Sie das den Leuten, warum Sie nicht für effizienten Klimaschutz sind. Weil das wäre der Ansatz, wo Sie wirklich was rausholen könnten. Ihre höhnische Arroganz allerdings, Frau Ministerin, gestern wieder. Diejenigen, die sich bemühen, das zusammenzubringen, Gesellschaft und Bauern und Bäuerinnen, diese Menschen als romantisierende Menschen mit Boulabü-Vorstellungen abzustempeln, ich finde es schändlich.
Genauso falsch, Kollege Gehrig, ist es immer wieder, die Verbraucher verantwortlich zu machen für das Versagen von Politik. Nein, wir hier und Sie als Ministerin, Sie sind verantwortlich. Wir hier entscheiden und nicht du entscheidest, wir entscheiden hier als Politik. Wenn wir haben, und Sie merken es ja, Herr Ostendorf hat eben davon gesprochen, man muss Menschen zusammenführen. Das Erste, was die Grünen machen, ist hier rumbrüllen, damit man nicht hört, was andere zu sagen haben. Und das ist das Interessante. Herr Ostendorf, der Punkt ist ja gewesen, ganz klar. Nicht andere sind angesprochen gewesen gestern. Sie sind angesprochen in meiner Rede. Dass Ihnen das nicht passt, das ist mir klar. Aber ich sage Ihnen da eines ganz deutlich. Sie beklagen und haben eben vorgelesen, welchen Strukturwandel wir haben. Ja, meinen Sie mit Ihrer Politik, mit den Auflagen ohne Übergangsfristen für unsere Landwirte, wird es nicht einen schnelleren Strukturwandel geben? Sie wollen, dass unsere Landwirte unter besten und höchsten Bedingungen arbeiten müssen, aber nicht das Geld dafür bekommen. Wie soll das funktionieren? Da gehört doch eine gewisse Logik dazu. Kollegin Dröger hat das Wort. Genau. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Nachfrage zulassen. Sie haben ja jetzt sehr viel über andere Fraktionen gesprochen und deswegen möchte ich Ihnen einfach die Chance geben, auch noch mal etwas zu Ihren eigenen Vorschlägen zu sagen. Und mir ist aufgefallen, dass Sie zu einer beteiligten Gruppe, die ein massives Problem für die Landwirte darstellt, noch nichts gesagt haben. Und das ist die Macht der Supermärkte. Das ist die Einkaufsmacht von Aldi, von Edeka, von Rewe, von Lidl. Das betrifft flächendeckend die gesamte Landwirtschaft. Wenn Sie das Problem feststellen, dass Landwirte keine faire Entlohnung für ihre Produkte kriegen, dass Landwirte keine ordentliche Bezahlung mehr bekommen können, dann liegt das an der Nachfragemacht dieser extrem konzentrierten Lebensmitteleinzelhändler. Und deswegen frage ich Sie, warum haben Sie darüber noch nicht gesprochen? Und wie stehen Sie zu unserem Vorschlag, den wir heute in die Debatte einbringen, einfach das Wettbewerbsrecht anzufassen, um die Macht der Landwirte gegenüber der Macht der Supermärkte zu stärken? Danke schön, Frau Röde, für Ihre Frage. Ihre Frage ist ja gewesen, warum habe ich darüber noch nicht gesprochen? Weil ich noch nicht fertig war. Also man muss einfach mal auch ein bisschen warten können, gell? Weil die Landwirtschaft hat eine große Bandbreite. Weil man muss natürlich, also so verstehe ich Debatte. Man kann eine Vorlesung halten, kann man machen und etwas vorbereitet haben, auch zu einer Rede, die ich gestern Abend gehalten habe. Ist halt nur schlecht, wenn die Rede, die man selber heute hält, schon geschrieben war, bevor man die gehört hat, die ich gestern gehalten habe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist Ihre Frage zu Ihrem Antrag. Zu dem sage ich auch gerne noch was. Und ich will auch etwas zum Handel sagen. Der Aspekt ist ja richtig, den Sie ansprechen. Da bin ich bei Ihnen. Bauern sind nicht auf Augenhöhe mit dem Handel. Das ist keine Partnerschaft, zumindest nicht in der Mehrheit. Also passen Sie mal auf, Frau Göring-Eckardt. Passen Sie mal auf. Also jetzt müssten Sie sich schon noch mit Ihrer Kollegin einigen, wer hier die Frage gestellt hat und ob ich die Frage überhaupt beantworten soll. Also man muss es schon wissen. Ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel bei Ihnen ist, dass eine Frage gestellt wird und wenn die Antwort kommt, man nicht hinhört, sondern reinruft. Kann man machen, wir machen das so nicht. Also, ich würde noch mal ich antworte Ihnen ja gerne. Stichwort noch mal Handel. Wir haben folgende Problematik beim Handel natürlich. Gehen wir mal an das Thema leicht verderbliche Ware. Thema leicht verderbliche Ware. Gehen wir in das Thema. Naja, Sie wollten eine Antwort zum Handel haben. Sie wollten eine Antwort haben. Wenn das noch Teil der Antwort ist, Frau Kollegin, dann müssen Sie noch. Ja, sehr gerne. Das Problem ist nur, wenn zwischengerufen wird, wird es halt schwierig. Ja, sehen Sie, das sind halt auch die Grünen. Wenn eine Antwort kommt, die man nicht gut vertragen kann, dann setzt man sich hin. Es ist halt schade. Werter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zunächst, meiner Mutter zum Geburtstag heute zu gratulieren. Die hat heute Geburtstag. Ich wünsche alles Gute. Die Umsetzung des Antrags der Grünen, der heute hier zu besprechen ist, den kann man allerdings niemandem wünschen. Und das muss so deutlich gesagt werden. Nichts anderes ist dieser Green Deal, der hier auf europäischer Ebene vorgeschlagen wird. Und nein, Herr Hunko, der hat nichts mit Roosevelt zu tun. Der ist direkt kopiert von Alexandria Ocasio-Cortez aus den USA, dem Lager von Bernie Sanders, den demokratischen Sozialisten aus den USA, die das vorgeschlagen haben. Ursula von der Leyen kopiert es nach Europa. In einer Demokratie kann man das nicht umsetzen, in einer Bürokratie allerdings sehr wohl auf europäischer Ebene. Und deswegen macht das ja Frau von der Leyen, aber eben mit der Unterstützung der angeblich konservativen Abgeordneten. Und da muss ich Sie schon fragen, können Sie eigentlich am Abend noch in den Spiegel schauen, werte Kolleginnen und Kollegen?
Lieber Herr Kleinwächter, mir liegt es ja völlig fern, menschliche Regungen zu unterdrücken als sitzungsleitender Präsident. Aber wenn Ihre Mutter das nächste Jahr Geburtstag hat, kaufen Sie lieber mal einen anständigen Strauß Blumen und bringen ihr den persönlich vorbei. Das ist besser als unsere Mutter. Ende Januar wird die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm vorstellen. Dann reden wir darüber. Und das unterscheidet uns. Sie haben halt immer schon gleich vorab den hochgehobenen grünen Zeigefinger, wir diplomatischen Anstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und das ist für uns der Unterschied. Und ich will Ihnen dann auch sagen, Leitmotiv, die Ratspräsidentschaft zu einer Klimapräsidentschaft machen. Da habe ich gedacht, oh, das wird jetzt wieder so ein monothematischer Antrag der Grünen. Bekommen haben wir dann 16 Seiten mit 77 Punkten quer durch den Gemüsegarten. Da kann ich Ihnen sagen, wenn unsere Bundesregierung so schlecht wäre in der Schwerpunktsetzung wie wir, wie Sie, dann hätten wir wenig zu erwarten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege von der AfD, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie Bauern haben, weil Sie immer sprechen von unseren Bauern. Also ich kenne zum Glück niemanden, der sich jetzt als AfD-Bauer ausgeben würde. Meine Damen und Herren, außerdem, was Sie hier dargeboten haben jetzt zu dem Thema Mercosur-Abkommen, das spottet schon jeder Beschreibung. Wahrscheinlich haben Sie gar keinen Blick reingeworfen, denn ansonsten würden Sie hier nicht von diesem Pult aus solche Lügen verbreiten. Und meine lieben Kollegen von den Grünen, also, dass Sie auf diesen miesen AfD-Antrag mit einem noch schlechteren Antrag gesprungen sind, also Kollege, da kann man schon wirklich nur den Kopf schütteln. Kollege Lemmel, das ist ein richtiger Klassenkampfantrag, den Sie geschrieben haben. Herr Kollege Lemmel, ich habe die Uhr angehalten, um Sie zu fragen, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Kleinwächter zulassen. Also eine Frage gern, eine Bemerkung kann er dann hinterher schriftlich abgeben. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, ich habe schon eine Frage an Sie bezüglich eigentlich zweier Teilfragen. Die erste Frage, Sie sprechen von großen Exportchancen für die deutschen Landwirte. Wie bringen Sie das zusammen mit Ihren eigenen Klimaschutzzielen, die ja eigentlich auch erreicht werden sollten durch eine Reduzierung von Transport? Was bringt es, wenn wir Landwirtschaftsgüter, die genauso gut bei uns produziert werden können, über die halbe Welt verschicken? Das wäre wirklich eine Umweltfrage, die ich an Sie habe. Und das Zweite ist, das, was Sie erzählen, stimmt doch nicht. Das kommt doch bei den Menschen nicht an. Ich habe in meinem Wahlkreis in Brottewitz eine Zuckerfabrik, die im Endeffekt schließen musste, aufgrund der Perspektiven, dass der Zuckerpreis extrem fällt, dass die heimische Zuckerproduktion, die dort seit über 100 Jahren stattfand, im Prinzip nicht weiter stattfinden kann. Die Leute werden arbeitslos, die Landwirte sollen dann irgendeinen Raps anbauen für Biosprit oder Sonstiges. Das ist doch keine Zukunftslösung, gerade auch für strukturschwächere Regionen in Deutschland. Was sagen Sie denn diesen Menschen, die draußen mit ihren Traktoren stehen und letztendlich genau gegen das demonstrieren, was Sie hier erzählen? Ja, wissen Sie, Sie müssen mir nur mal erklären, was das mit Mercosur zu tun hat. Das Abkommen ist überhaupt noch nicht ratifiziert, es ist überhaupt noch nicht in Kraft. Und was hat die Schließung der Zuckerfabrik jetzt, die jetzt stattfinden, wie Sie es beschreiben, was hat das mit Mercosur zu tun? Nichts. Nichts. Überhaupt gar nichts. Wissen Sie, und deshalb sage ich ja, Sie müssen mal einen Blick in das Abkommen selbst werfen, damit Sie wissen, um was wir sprechen. Beim Zucker zum Beispiel sprechen wir für die EU, für die gesamte Europäische Union, um eine Zuckerquote von 10.000 Tonnen. Hat also überhaupt nichts zu tun. Vermengen Sie nicht immer mit Ihrem propagandistischen Stil Dinge, die nicht zusammengehören. Am Schluss muss ich sagen, Frau de Ridder, wenn Sie in den Mund nehmen hier Frieden und zivilgesellschaftliches Engagement und so weiter, schauen Sie sich mal den Partner an, mit dem Sie das Abkommen abschließen. Ein rechtsradikaler Präsident Bolsonaro, der Menschenrechtsaktivisten jagen lässt, der gegen soziale Bewegungen vorgeht, der dazu beiträgt, dass der Regenwald noch mehr abgeholzt wird. Ein Ausverkauf des Amazonas, dafür ist er verantwortlich und seine Politik. Allein im letzten Jahr hat die Abholzung um 80% zugenommen. Frau und mit Kollegin, diesem Partner Sie wollen Sie allen ernstlich ins Geschäft kommen. Da kann ich nur sagen, schämen Sie sich, mit so jemand einen Abschluss zu machen. Deshalb, das ist mal wieder so ein ganz typischer Antrag der Linken, der Deutschland auffordert, endlich wieder in dieses vermaledeite Schuldenmachen einzusteigen. Und wir haben demnächst 7 Jahre in Folge eine schwarze Null in Deutschland. Und für Sie muss das irgendwie anscheinend etwas ganz Grausames sein, eine schwarze Null zu haben, Überschüsse zu erwirtschaften. Aber das wissen wir, dass ökonomischer Sachverstand bei Ihnen nur ganz schwach ausgeprägt ist. Das ist klar. Aber ich sage Ihnen eins, dass Sie mit der Zukunft unserer Kinder
so verantwortungslos umgehen. Ich halte das für unverantwortlich. Alles schlecht zu reden übrigens von Ihrer Seite, von Linken, ist eigentlich die einzige politische Chance, wie Sie daraus politisch Kalkül schlagen können, auch übrigens auf der rechten Seite. Das wird Ihnen aber nicht gelingen. Immer nur die hohen Summen ins Schaufenster zu stellen und die gar nicht genutzt werden können, ist reine Symbolpolitik. Und deswegen ist für mich überhaupt nicht ersichtlich. Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Wir haben 13,5 Milliarden Haushaltsüberschuss und Sie wollen neue Schulden machen. Das ist einfach fahrlässig, was Sie da tun. Aber eins kann man mal deutlich sagen. Die größte Gefahr für die Automobilindustrie in Deutschland, die Beschäftigung, geht eigentlich von der AfD aus. Die Klimawandel und sämtliche Veränderungsprozesse verleugnet. Wer das tut und hier heute noch mal darstellt, das ist eine Gefahr für Deutschland. Andersrum, Sie sind keine Gefahr. Zum Glück sind Sie in keiner Landesregierung, in keiner Bundesregierung vertreten. Das wird auch so lange so bleiben. Das heißt, die Chance ist ja da, Technologieführerschaft auf der Welt anzustreben. Und Sie müssten mal ein bisschen rauskommen so aus der Blase. Es gibt nicht nur Deutschland. Sie können ja den Diesel ins Grundgesetz schreiben, dann werden trotzdem die Chinesen 50% der Batterieelektrik entwickeln, 99% der Elektrobusse heute haben, die gesamten Kapazitäten der erneuerbaren Energien dort aufbauen. Oder wir machen es selber und werden selber Technologieführer. Das wäre mal eine Ansage. Und das schafft Arbeitsplätze. Und da haben Sie gar nichts zu sagen. Und deswegen sind Sie jetzt auch so aufgeregt. Da sind Sie so aufgeregt. Gehen Sie mal in eine Versammlung von Bosch, wie ich es gemacht habe vor kurzem bei Bamberg. Die glauben Ihnen doch kein Wort, dass Sie Ihnen dann sozusagen mit dem Versprechen, wir machen jetzt den Bleifuß, ja, wir machen den Bleifuß weiter. Da kommen wir aber nach vorne. Da erklären die sich für verrückt. Ja? Also die Leute lassen sich nicht für dumm verkaufen. Und meine Damen und Herren, wenn ich hier den Kollegen Ulrich höre, der sagt, die AfD ist das größte Problem der Automobilindustrie, dann kann ich Ihnen nur entgegenrufen, Sie sind ein nicht minder großes Problem, wenn ich mich alleine an die Äußerung Ihrer Fraktionskollegin Leidig erinnere, die sich hier in einer an sich nicht zu übertreffenden, in einem nicht zu übertreffenden Zynismus immer dann freut, wenn es der deutschen Automobilindustrie und damit auch Beschäftigten an den Kragen geht. Das sollten Sie sich mal hinter den Spiegel schreiben. Einige Politiker hier verbreiten ja sogar das Märchen, die deutsche Automobilindustrie wünsche sich die Umstellung auf Elektromobilität. Das ist entweder eine dreiste Lüge oder erschreckende Unkenntnis. Die Umstellung auf Elektromobilität in der Automobilbranche folgt den planwirtschaftlichen Vorgaben der Politik. Sie treiben die Unternehmen in diesem Land in ein marktwirtschaftlich nicht funktionierendes Geschäftsmodell. Und es ist mir völlig unverständlich, dass angeblich marktwirtschaftlich orientierte Parteien, die da drüben können wir eh vergessen, wie die CDU, CSU und die FDP, diese Politik der Planwirtschaft in diesem Land auch noch vorantreiben. Ja, wenn es nicht so bitter ernst wäre, das, was wir zu diskutieren haben, hätte ich wirklich bald den Eindruck gewonnen, Herr Spaniel, gerade bei Ihrer Rede, dass es sich hier um eine Fasnachtveranstaltung handelt. Ich weiß aber, dass ich erst morgen Abend in meiner Region, aus der ich komme, zu einer Fasnachtveranstaltung gehe und nicht heute. Ganz ruhig, Herr Spaniel. Dass wir uns mit der Frage der Automobilindustrie beschäftigen müssen, das ist doch ganz richtig. Denn letztendlich geht es um Zehntausende von Arbeitsplätzen. Und genau deshalb tun wir das auch. Sie haben ein bisschen Probleme, glaube ich, mit Ihrem Blutdruck. Sie sollten sich mal untersuchen lassen und überlegen, wie Sie vielleicht ein Stück runterkommen. Das würde der Debatte hier im Deutschen Bundestag nicht abträglich sein. Herr Spaniel, halten Sie sich ruhig. Ich habe Ihnen zugehört und es wird Ihnen vielleicht auch mal gut tun, anderen Menschen hier, die auch etwas zu sagen haben, was nicht falsch ist, auch zuzuhören und zu versuchen, es auch noch zu verstehen. Dann wären wir ein Stück weiter. Hier sitzen andere Parteien durch die Bank, die nicht nur hingehen und versuchen, wie ich sage immer, mir fällt bei Ihnen immer das Bild ein, der drei Affen, das kennen Sie sicherlich, nicht sehen, nichts hören, nur den dritten Affen, den Sie leider immer vergessen, nicht sagen, dass das Ihr Thema ist. So, und ich sage Ihnen eins dazu, ja, das ist das politische Niveau dazu. Ich sage Ihnen,
noch mal eins. Der Unterschied zwischen Ihnen und dem Rest des Hauses ist der, dass wir erkannt haben, dass wir uns als Politik den zukünftigen Herausforderungen stellen müssen, die wir haben, nämlich sich um die Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Automobilindustrie zu kümmern. Herr Kollege Turmel, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.